Herzlich willkommen zu meinem Podcast des Lebens klar. Der erste Podcast, der sich die Frage gestellt hat, warum verlassen immer mehr Menschen das klassische System 40 Jahre, 40 Stunden? Mein Name ist Alex Herr Eisner und ich werde für dich herausfinden, warum Network Marketing für so viele Menschen eine echte Alternative ist. Heute ist Montag, eine neue Folge für euch und heute habe ich einen geilen Gast hier sitzen, der schon lange im Network tätig ist, aber in den letzten paar Monaten, halben Jahr, Jahr einen richtigen Durchbruch erlebt hat und ich möchte euch ihn einfach vorstellen. Mein heutiger Gast ist Waldemar Schreiber. Waldemar ist fast 6 Jahre im Network Marketing schon tätig. Mit seinem ersten Unternehmen ist er nicht glücklich geworden und hat sich danach eine etwas längere Auszeit genommen. Aber wie es halt im Network ist, wenn du einmal drin warst, kannst du es nicht vergessen, nicht loslassen, du kommst irgendwann zurück. So ist er wieder gestartet und heute gehört er zu den Top-Führungskräften seines Unternehmens. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Waldemar, uns deine Geschichte zu erzählen. Dankeschön, danke und sehr gerne. Auch eine Ehre für mich jetzt einfach hier mal von meinem Background ein bisschen was zu erzählen. Und ja, ich hoffe, dass ich da auch wirklich so den einen oder den anderen dann damit treffe und der seine Parallelen daran zieht und auch sein Warum vielleicht größer wird und vielleicht auch deswegen ein paar Leute dann noch durchsteigen oder durchstarten. Wir rechnen am Ende ab, heißt es immer. Und dann schauen wir mal, was du zu erzählen hast. Aber Waldemar, du warst nicht immer im Network tätig. Und das ist auch immer meine erste Frage. Wie hast du das klassische System für dich kennengelernt? Also in der Regel, du gehst irgendwann auf die Schule und dann heißt das, irgendwann musst du anfangen zu arbeiten. Ja, also für mich war es eigentlich nur wichtig, zu dem Zeitpunkt, was machst du eigentlich später? Was hat noch Zukunft für dich? Wo kannst du dich noch ein bisschen ausbauen? Ja, also beruflich. Dann war halt einfach auch der Weg der Elektriker, Elektro- und Energie- und Gebäudetechnik. Das hat mir Spaß gemacht, sage ich mal. Ich war da immer so ein bisschen praxisbezogen, praktischer Mensch und habe da gerne so meine Leitungen verzogen auf den Baustellen. Das war so mein Start. Meine Ausbildung habe ich dann hier quasi in Garmisch und in Schongau gemacht und richtig, habe einen Gesellen dann abgeschlossen und das war auch so dann die Zeit, wo ich dann wirklich dann auch mit Verantwortung aktiv auf den Baustellen unterwegs war. Richtig. Okay. Hast du danach auch als Geselle weitergearbeitet? Tatsächlich habe ich ein paar Fortbildungen dann noch gemacht. Ich könnte dir meinen Speicher jetzt leer räumen. Da ist eine dicke Mappe drin mit Zertifizierung, Zertifikaten für wirklich alles, was es dort auf dem Markt gibt. Und habe mich dann einfach in dem Bereich immer weiter fortbilden wollen, weil ich dachte mir, irgendwie, Alexei, irgendwie muss es doch einen Weg geben, wo dir keiner mehr so richtig direkt auf den Kopf kackt und du dann quasi auch noch ein bisschen mehr Geld verdienst. Und dann war so die Option für mich, du machst halt einfach die Meisterschule. Gehst auf die Meisterschule, bildest dich fort und dann hast du ein paar Lehrlinge und dann ein paar Gesellen, da kannst du dann die Leitung übernehmen. Das ist dann ein bisschen lockerer. Aber tatsächlich war das Ganze nicht so. Hast du denn den Meister abgeschlossen? Ja, tatsächlich. Also ich war erst in Weilheim und dann in München. Zwei Teile separat jeweils. Aber das Ding war halt wirklich auf den Baustellen danach. Mit der Verantwortung kommen auch die Vertragsstrafen. Das hieß auch, wenn da eine Baustelle jetzt gerade nicht fertig wird, dann hängst du da schon drin mit 250.000, bist du da dabei. Und ja, es wird dann schon schwer, da wird der Druck von oben weitergegeben. Und das hat mir noch weniger Spaß gemacht, sage ich mal. Vertragsstrafen für jemanden, der es nicht kennt, was bedeutet das? Das heißt, du bekommst dein Objekt zugewiesen. Ja, jetzt nehmen wir mal an, zum Beispiel vielleicht in München, die Medienallee Pro7, da hatte ich etliche Baustellen. Und du bekommst dann quasi die Baustelle. In einer gewissen Zeit muss das abgearbeitet sein. Ansonsten gibt es Ärger. Okay. Genau, richtig. Und das wird dann geahndet mit Vertragsstrafen, die dann quasi der Chef bekommt und den Druck gibt er dann weiter an uns. Das ist wahrscheinlich wie überall finanzielle Strafen, nicht einen bösen Finger, sondern wirklich, da geht es ordentlich in die Kohle. Genau, und das zwingt einen auch dazu, dann teilweise auch wirklich immer auf dem Sprung zu sein und manchmal auch sogar im Baustellenwagen zu schlafen, wenn du gerade nicht anders kannst. Also wirklich. Ich habe ja auch mal zwei, drei, vier Monate auf dem Bau gearbeitet in meiner ersten Ausbildung. Hattest du das Gefühl, man kann es überhaupt in dieser Zeit schaffen, die da vorgegeben wird? Nee, es ist schwer. Also man steht unter Leistungsdruck. Das stimmt schon. Richtig. Und du kennst es ja, du machst 10 Sachen gut und eine schlecht und die man sich merkt, ist immer die schlechte. Und das war auch der Punkt,
warum ich dann angefangen habe, mich anders zu orientieren, sage ich mal. Zu dem Zeitpunkt hat sich der Christoph auch in meinem Leben sich wieder eingelinkt, sage ich mal, und da waren wir auch in Kontakt miteinander. Und er hat mir eine Option genannt, ja, die fand ich schon sehr attraktiv, sage ich mal, weil Network Marketing habe ich jetzt in meinem Beruf erst kennengelernt. Da war ich irgendwo in irgendeinem Dorf bei uns hier gleich in der Nähe, in Mittenwald, auf einer Präsentation, Alexei. Und das war direkt nach den Baustellen, ja, fahre ich dorthin und da habe ich mir meine erste Network-Präsentation angeguckt mit meinem damaligen besten Kumpel. Hm. Richtig. Also, warum ich überhaupt dazu kam, dass ich mir sowas angucke, das war einfach genau die, wie du behandelt worden bist allgemein in der Arbeit. Es ist nichts gewürdigt worden. Ja, es war eher dann, der Druck war da. Es war auch, die Wertschätzung hat gefehlt, sage ich mal, für die getane Arbeit und die Leistung, die man erbracht hat, die Zeit, die man dort investiert hat, wirklich alles. Und das war so der Punkt, warum ich dann mir quasi eine Präsentation angeguckt habe über eine Arbeit. Ich wusste nicht, was es ist. Ja, ich wusste wirklich nicht, was es ist. Aber es war was Neues und ich dachte mir, vielleicht es könnte es eine Option sein für mich. Hm. Richtig. Und da saß ich drin, Alexei, mit meinem Kumpel und tatsächlich, ja, warum? Network Marketing war halt der Oberbegriff im Hintergrund. Hm. Als dann von 10 Leuten 8 gesagt haben, nee, das ist total der Scheiß. Da habe ich mir gedacht, oh, vielleicht könnte da was dran sein, dass es gut ist. Und das war auch der Zeitpunkt, warum ich da überhaupt eingestiegen bin. Das war so mein Warum, warum ich dann in dem ersten Unternehmen eingestiegen bin. Genau. Okay, ich will mal noch ein bisschen bei der Baustelle bleiben, weil Meister und Techniker, das ist ja das, was viele aus deiner Branche anstreben, die aus dem Handwerk kommen. Wurdest du dann auch als Meister angestellt und auch als Meister bezahlt? Das ist ja immer so die Sache. Wenn du dich fortbildest, dann muss es nicht unbedingt so sein, dass der Unternehmer oder der Chef dich dann quasi als Meister auch anstellt, beziehungsweise als Meister bezahlt. Die Arbeit, die bleibt ja an sich gleich und die Verantwortung, die Arbeit steigt und die Verantwortung steigt auch, aber das Geld steigt dann nicht mit. Hm. Und heutzutage, ja, musst du dann gucken, wo du dann bleibst und bist dann quasi gezwungen, dann einen Lohn zu nehmen, der gar nicht dem entspricht, was du vorher gemacht hast. Tatsächlich war das bei mir auch so, ja, also nicht so extrem, sage ich mal. Es war schon ein gutes Einkommen, aber es ist nicht das gewesen von einem Meister. Hm. Das ist genau der Punkt. Du musst irgendwann, du musst 5 Jahre oder 10 Jahre investieren, dass du nochmal dementsprechende Gehaltserhöhung bekommst für die Sache. Und das Lustige ist, du stehst halt immer mit einem Bein im Gefängnis als Elektriker. Da muss wirklich alles passen. Da müssen wirklich alle Zahlen stimmen. Und das war schon zu wenig Geld, sage ich mal. Also, okay. War nicht genug. Kannst du dich an den Tag erinnern, wo du so für dich feststellen musstest, nee, nie wieder, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht? Ja. Ja, das war genau, also ich habe da 2 Fälle gehabt sogar, als wir 2 Sterbefälle in der Familie hatten. Und genau, so als erstes meine Oma und dann kurze Zeit später darauf meine Tante. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich ein bisschen Zeit für mich selbst gebraucht habe. Aber die Arbeit, die ist im Hintergrund nicht weggefallen. Die war ja noch da. Und die Leitung von den Baustellen, du musst halt selbst immer präsent sein. Das ist so. Jetzt hatte ich aber tatsächlich diese Tage Auszeit gebraucht und ich bin dann zur Beerdigung hochgefahren und komme nach der Beerdigung wieder runter und habe dann auch die Abmahnung von meinem Chef in der Hand gehalten. Er hatte mir dann persönlich in die Hand gedrückt und hat mich damit abgemahnt, weil ich einen Tag zu lang oben war und die Baustellen er dann quasi anderweitig jemanden noch holen musste, der mit meiner Baustelle anfängt. Hm. Das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das war wie ein Stich ins Herz, sage ich mal, weil es war kein leichter Fall für mich oder kein leichter Moment in diesem Moment, aber der hat mir gesagt, hey, du musst weg von hier. Du musst weg von hier und ja, das war so mein Wendepunkt, sage ich mal.
Ich habe in einer Podcast-Folge habe ich das schon mal gefragt. Glaubst du, das Leben, wenn es was Besseres für dich vorhat, schubst dich manchmal so ein bisschen rum? Ich denke, das kann schon gut möglich sein. Ja, jetzt, wenn man offen ist für diese Gelegenheit oder danach sucht, dann sieht man auch diese Gelegenheit und tatsächlich. Also ich denke mal, das Leben schubst einen schon manchmal dorthin, in die richtige Richtung, sage ich mal. Und dann ist es eigentlich nur wichtig zu wissen, aus den Umständen das Beste machen, ja, und sich nicht von den Umständen unterkriegen lassen. Ja, und dann wird das auch grandios gegen Ende. Ich will mal zu deiner Network-Marketing-Karriere rüber switchen. Du bist danach auf dieser Veranstaltung gewesen und weil alle Nein sagten, warst du so verrückt und sagst, okay, wenn alle Nein sagen, muss da was dran sein, ich mach da mit. Wie jung warst du da? Da war ich, wie alt war ich da? 26, glaube ich. 26, 27, kurz vorm 27. Lebensjahr. Okay. Genau. Das ist ja gar nicht allzu lange her, oder? Doch 6 Jahre haben wir vorhin im Intro gehört. Du bist jetzt, genau. Wie alt genau? Bin jetzt 31, werde dann 32. Bist 32. Du hast jetzt 6 Jahre Erfahrung hinter dir, hast auch ein bisschen in 2 Unternehmen schon reingucken können. Was war der Grund, warum du sagtest, ich starte? Weil es kann ja nicht einfach nur das Nein von den 8 anderen gewesen sein. So naiv wirst nicht mal du sein, würde ich jetzt sagen. Also tatsächlich waren es genau diese Neins von den anderen. Sie haben das Ganze ein bisschen verpönt. Sie haben sich eigentlich die Option noch nicht mal richtig genau angehört, wenn ich ehrlich bin. Das war der Grund für mich, warum ich dann gesagt habe, hey, das mache ich schon. Weil wenn die sagen, alle, wenn alle sagen Nein, dann muss was dran sein. In der Regel liegt es, glaube ich, an meiner Vergangenheit. Ich bin da immer durch, überall, egal wo. Ich musste ja quasi Verantwortung übernehmen in meinem Leben. War nicht immer einfach und das, der Start hier in Deutschland, der war auch nicht so einfach. Da war auch jeder, sage ich mal, gegen mich. Und hier dann Fuß zu fassen, aus einem anderen Land herzukommen, erstmal die Sprache zu lernen, dann Fuß zu fassen und dann gegen jegliche Kritik standzustehen, egal welch, also von klein auf, sage ich mal. Und das hat mich dann in dieser Zeit dann auch so gestärkt, von Kindesalter an bis zu dem Zeitpunkt, als ich diese Präsentation dann gesehen habe. Ja. In der Regel, alle haben Nein gesagt. Also, ja, die meisten sagen doch eh immer alle Nein. Das ist doch so. Die meisten machen doch auch nichts aus ihrem Leben. Und wenn die meisten sagen, das ist nichts für die, dann weiß ich, oh, okay, da muss aber was dran sein. Dann muss ich mir das genauer angucken. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir das auch genauer angeguckt habe, Alexei. Und ich dachte mir, wow, wie genial ist eigentlich dieses Prinzip überhaupt, ja, begeistert sein von etwas, ja, was dir vielleicht gut schmeckt oder, keine Ahnung, was du gut in deinen Tag mit einfügen kannst, was dir vielleicht gesundheitlich hilft, dich vielleicht vitaler macht und dann mit dieser Begeisterung an andere Leute zu gehen und dann quasi, ja, durch Empfehlungen sowas Grandioses im Hintergrund aufzubauen. Das war für mich dann so der Punkt, wow, kannte ich vorher noch nie, sage ich mal. Das war auch komplett Neuland für mich und das hat auch noch ein bisschen so die Spannung für mich gebracht. Okay, woher kommt dieses, dass du nicht zu den meisten gehören willst? Weil die meisten in meinem ganzen Leben immer gegen mich waren, also deswegen höre ich nicht auf die meisten, ja. Okay, das heißt, du wolltest nie Teil dieses großen, ganzen, einfachen gesellschaftlichen Leben sein? Ich habe immer in der Regel von meinem Vater immer gesagt bekommen, wenn alle Ja sagen, dann musst du das Nein berücksichtigen oder gucken, warum. Mhm. Wenn alle den einen Weg gehen, dann schau, ob es vielleicht einen zweiten Weg gibt. Weil den einfachen Weg, den gehen alle. Mhm. Verstehst du? Der schwere Weg, der vermeintlich vielleicht schwer ist am Anfang, also der ist aber genau der richtige und der führt dich dann auch ans Ziel. Mhm. Ja. Die richtige Entscheidung, vielleicht wissen auch die meisten, was die richtige Entscheidung wäre, aber die meisten entscheiden sich für den einfachen Weg, also für den anderen Weg. Und da fühle ich mich dann quasi nicht wohl, überhaupt nicht. Okay. Ich muss mir auch mein eigenes Bild machen, noch dazu. Das kommt auch auf jeden Fall noch dazu. Denn ich weiß nicht, wenn jemand für dich dein Leben führt, fühle ich mich nicht so angenehm. Das mag ich nicht. Das kannte ich auch in meinem vorherigen Leben.
wenn jemand quasi bestimmt, was du machen sollst oder bestimmt, was du denken sollst oder egal was in der Richtung. Für mich war es wichtig, einfach nur selbst mir mein eigenes Bild zu machen und nicht befangen sein von den Aussagen anderer. Hast du das Gefühl, dass das gesellschaftliche Leben daraufhin gepolt wird, dieses Fremdbestimmtsein? Auf jeden Fall, ganz sicher. Schon alleine durch den Fernsehen, durchs Fernsehen, sage ich mal. Dementsprechend, genau, denke ich das schon. Man merkt das auch in der Ausbildung, auch in der Berufsschulzeit, in der Schule selbst. Man merkt das überall, dass man irgendwo gerichtet wird und irgendwie in eine Richtung gehen soll. Genau so ist es. Dein Papa hat gesagt, du sollst immer nach einem anderen Weg gucken. Da nicht, wo alle hingehen, sondern gucken, ob da noch ein anderer Weg ist. Wie hat er darauf reagiert, als du mit Network Marketing gestartet bist, obwohl du so einen Stapel an Urkunden hattest, mit allen Zertifikaten, selbst mit dem Meister in der Tasche? Der war nicht entzückt. Der war gar nicht entzückt. Also eigentlich hat er zu mir gesagt, was für einen Schwachsinn machst du da eigentlich? Hm. Und ja, richtig. Also er war gar nicht begeistert davon und hat auch so diesen Werdegang von mir miterlebt, den ich im praktischen Bereich gemacht habe. Da hat er mich eigentlich gesehen, ja, aber ich habe mich dort nicht mehr gesehen irgendwann. Hm. Er war nicht begeistert, aber dann hat er es auch gegen Ende verstanden. Denn der erste Tag, an dem wir gesprochen haben und er mir das offen bekundet hat, wie nicht toll er das Ganze findet, war ich dann 1,5 Jahre später dann in der Selbstständigkeit, sage ich mal. Und da hat er dann verstanden, hey, da kommt ja was. Da ist ja was, da bauen sich Erfahrungen auf, das funktioniert ja. Und dann kam er so langsam ins Umdenken rein. Ich sag mal, er ist noch nicht der hundertprozentige Befürworter, aber er steht hinter mir und das ist auch okay für mich. Das ist schon viel wert. Hast du das Gefühl, weil das erleben ja sehr, sehr viele, die im Network starten, dass so die Familie so ein bisschen skeptisch, manchmal auch echt dagegen ist, dass es eigentlich nur daraus resultiert, dass Eltern sich Sorgen um ihre Kinder machen? Ja klar, auf jeden Fall. Ich würde mir auch um mein Kind dann Sorgen machen, wenn es dann nach Hause kommt und sagt, hey Dad, ich mache jetzt hier Network Marketing und lass meine Ausbildung zum Beispiel. Da wäre ich ja hochschockiert. Ja. Mhm. Im Gegensatz dazu habe ich ja schon diverse Abschlüsse gehabt und das war jetzt ein neues Projekt, was ich mir jetzt geholt habe. Es hat mir einfach dieses Feuer wiedergebracht, sage ich mal. Ich habe immer schon gewusst, hey, da gibt es doch was, wo du dich dann wirklich reinsteigern kannst, wo du deine Energie reinhauen kannst und das dir noch Spaß macht. Ja, und das war es halt auch. Also ich habe meine Abschlüsse alle fertig und dann habe ich erst mit dem neuen Projekt angefangen. Sie machen sich Sorgen, aber sie denken auch dementsprechend, du kennst doch das Beispiel, wenn in einem Betrieb Lehrling zu sein, ja, und du hast den Abschluss, du bist jetzt Geselle, aber du wirst nicht als Geselle behandelt, sondern immer noch als Lehrling, ja. Also die Firma traut dir oder die Gesellen, die mit dir zusammenarbeiten, die mit dem Lehrling zusammenarbeiten, die trauen dem Ganzen noch nicht so zu. Also du bleibst immer Lehrling, wenn du nicht das Unternehmen wechselst, also das heißt in ein anderes gehst, dort deine Erfahrungen sammelst, wieder zurückkommst, dann wirst du erst dementsprechend gewürdigt und ganz anders behandelt. Und so ist es auch bei den Eltern, denke ich, spielt eine ganz große Rolle mit. Sie denken, sie kennen dich ganz gut, aber und die kennen vielleicht deine Grenzen, aber wie gesagt, sie können das nicht wissen. Sie können das überhaupt nicht wissen, wo deine Grenzen sind. Okay. Nach deinem Papa kommt ja oft zu Mama, Freunde, Bekannte, Verwandte. Was haben die zu dir gesagt, als du dort gestartet bist? Wenn ich ehrlich bin, alle haben sich zurückgezogen anfangs, wirklich sehr stark zurückgezogen. Die Verhältnisse, die kamen erst danach, das verstehe ich von der einen Seite ganz gut, sage ich, aber von der anderen Seite auch irgendwie nicht. Denn es ist halt noch, ich sag mal, in Deutschland ist es noch nicht so, ja, das wahre Ding für jeden hier draußen, weil Network Marketing ist ja jetzt, es gibt schon sehr lange Network Marketing, aber in Deutschland hört man das jetzt immer wieder erst neu, sage ich mal. Man fragt die Leute draußen, kennst du Network? Und die meisten sagen, nee, kenne ich jetzt nicht. Oder habe ich mal gehört von einem Freund. Genau richtig. Es hat sich noch nicht so etabliert, sage ich mal.
ich denke mal, der Zeitpunkt wird auch irgendwann kommen, wo jeder Network Marketing kennen wird und wo dementsprechend die Leute dann auch komplett anders zu dem stehen. Weil in der Regel ist es doch was richtig Tolles, weil du arbeitest immer an dir selbst auch. Network ist an dir selbst arbeiten, dich weiterentwickeln, weiterkommen im Leben, aus deiner Komfortzone rausgehen. Das sind wirklich starke, starke Dinge. Und ich muss sagen, das hat mich in der Zeit sehr geformt. Also ich bin wirklich ein besserer Mensch auch dadurch geworden. Okay. Wie bist du mit dieser sozialen Abgrenzung klargekommen? Es hat mir schon wehgetan. Es hat mir sehr wehgetan. Es hat mir auch wehgetan, als ich vom alten Unternehmen ins neue gewechselt bin. Da gab es dann auch, sage ich mal, nicht so, ja, die Leute waren, die waren gegen mich, richtig gegen mich quasi. Im neuen oder im alten Unternehmen? Im alten Unternehmen, als ich gewechselt habe ins neue, da kam dann quasi der Shitstorm und dann hieß es, ach, ist ja wieder derselbe Schmarrn wie vorher. Genau, richtig. Also ich bin wirklich in das neue Unternehmen reingestartet mit ja, sehr viel Gegenwehr, wirklich sehr viel Gegenwehr. Und da war es für mich dann, ja, das war so meine Bewährungsprobe. Mache ich da jetzt weiter oder nicht? Und ja, das, da habe ich mich dann entschieden, doch weiterzumachen. Es würde mich sonst nicht glücklich machen, wenn ich es versucht hätte, aber nur versuchen ist nichts. Ich muss es durchziehen. Und ich dachte mir auch, wenn ein oder zwei oder 3% noch in mir sind, die einfach noch für Network schlagen, und dann muss ich dem Ganzen noch eine Chance geben, auf jeden Fall. Und dann habe ich sie auch gegeben in dem neuen Unternehmen. Und genau, dann habe ich auch richtig gut rangezogen, es umgesetzt. Richtig, und genau. Also die Zwischenpause dazwischen, jetzt dementsprechend wieder ganz woanders, aber... Eine ganz kurze Frage dazu. Ich war gestern auf einer Veranstaltung und da war ein toller Satz, der gesagt worden ist, Erfolg ist im Voraus zu bezahlen. Glaubst du, dieser Gegenwind ist ein Teil dessen, den man bezahlen muss für dieses erfolgreiche Leben, was du heute oder für dieses freiere Leben, das du heute führst? Ich denke schon. Ich denke auf jeden Fall. Also das Leben macht einem schwer, ja, um zu zeigen, hey, bist du bereit dafür oder nicht? Und wenn ich diese Strapazen, ja, oder dieses Mehrinvestment tätige und über diesen Punkt drüber hinaus komme, dann gehe ich auch ins nächste Level, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Okay. Ja. Also, ja. Ja, es muss Anstrengung da sein, es muss wirklich, und dann meistens kommt es dann noch schlimmer und sagt das Leben zu dir, okay, dann kriegst du noch eins drauf und noch eins. Und genau das ist doch immer der Punkt, genau wenn es wirklich schlimm war, und du hast das Ganze überstanden, dann wird es richtig gut danach. Und das ist so die Bewährungsprobe vom Leben, vom Erfolg, sage ich mal auch. Bist du bereit dafür? Weil wenn du das schaffst, dann kriegst du am Schluss ganz viel. Und das war es auch dementsprechend. Also man muss da schon ein Investment und Vorinvestment tätigen für Erfolg, ganz gewiss. Genau an diesem Wendepunkt geben trotzdem die meisten Menschen auf. Warum hast du das nicht getan? Warum hast du trotz der Kritik, trotz der Vorurteile des Shitstorms nicht aufgegeben? Ich bin nicht die meisten. Und wenn der Weg wirklich schwer ist, dann muss es der richtige sein, so wie auch mein Vater früher mal gesagt hat. Alexei, ich habe da gespürt, das ist der richtige Weg, weil den Weg gehen nicht viele. Und deswegen wusste ich, da muss was sein, da muss was sein. Also wie gesagt, ich habe nicht aufgegeben, weil ich bin nicht der Mensch dafür, um aufzugeben. Bin ich einfach nicht. Habe ich damals nicht gemacht, im Kindergarten auch nicht. Genauso wie in der Schule nicht, ja, als ich die Sprache gelernt habe und auch dort, sage ich mal, verarscht wurde, ja, die ganze Zeit. Da habe ich nie aufgegeben, nie, von klein auf nicht. Und deswegen, warum sollte ich dann jetzt aufgeben und sagen, ich resigniere? Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Denn ich gebe erst dann auf, wenn wirklich keine Hoffnung da ist. Aber wenn ein Fünkchen Hoffnung da ist, dann gehe ich diesen Weg weiter und ziehe das auch gnadenlos durch. Weil ich bin nicht die meisten. Und genau, deswegen. Du hast gerade so gesagt oder so schön gesagt, du hast gespürt, dass da was war. Bist du so jemand, der auf seine Intuition hört? Ich bin ein rationaler Mensch, also sehr mit dem Kopf. Ich bin wirklich ein verkopfter Mensch, aber ich habe gelernt, dass das Bauchgehirn einfach schlauer ist und dementsprechend auch so das Gefühl, wenn das passt vom Bauch her, dann ist die Entscheidung meistens immer richtig gewesen.
Richtig. Also ich höre jetzt öfter auf meinen Bauch. Manchmal gar nicht so verkehrt, es sei denn, er hat Hunger. Waldemar, was begeistert dich so sehr in dieser Branche, dass du all das auf dich genommen hast, um heute dazustehen, weil du bist ja jetzt auch Papa. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Du hast neue Vertriebsstufen erreicht, auch dazu herzlichen Glückwunsch. Der Weg, den du eingeschlagen hast, war für dich im Nachhinein heute richtig. Aber was hat dich am Anfang so begeistert, obwohl du noch nichts gesehen hast, trotzdem Gas zu geben? Was hat mich so begeistert? Mich hat begeistert, dass ich mal wieder Begeisterung haben konnte. Ja, dieses Gefühl, nicht mehr schlafen zu wollen, wenn du ein Projekt gerade hast, das dich so begeistert. Ja, dieses Gefühl auch zu haben, Alexei, du investierst Energie, aber du bist noch lange nicht fertig. Du bist nicht kaputt. Du hast eigentlich noch mehr Power. Und das Projekt gibt dir immer wieder Energie zurück. Und das war das Tolle. Also mich hat begeistert, dass ich wieder begeistert sein konnte in meinem Leben. Denn das hat mir lange Zeit sehr gefehlt. Ja. Und das war das Schönste daran. Natürlich, die Möglichkeiten sind hier gewaltig. Auch nach oben hin offen. Also es ist nicht gedeckelt. Und das ist das Schöne auch, nach Leistung bezahlt zu werden. Weil ich bin ja ein Leistungsmensch immer schon gewesen. Ich habe immer mehr gemacht als viele anderen. Aber bin dementsprechend gleich bezahlt worden. Ja, deswegen auch die Fortbildung dann gegen Ende. Das finde ich so toll. Wenn Menschen mehr machen in ihrem Leben, dann bekommen sie auch viel, viel mehr. Wenn sie mehr investieren, dann kommt am Schluss mehr raus. Und das zweite Tolle ist, du baust dir halt einfach nicht nur ein Netzwerk auf aus Kunden oder Partnern. Nein, du baust dir ein Netzwerk auf aus Leuten, mit denen du wirklich sehr viel Kontakt hast in der Zukunft auch. Also quasi eigentlich eine Familie. Man wächst zusammen wie eine Familie. Das ist die Familie, die ich mir selbst aussuchen konnte. Mhm. Es haben sich sehr viele tolle Menschen in meinem Leben gebildet oder kamen in mein Leben. Mhm. Und die möchte ich jetzt auch nicht mehr missen. Überhaupt nicht. Und das ist das Schöne gewesen. Der zweite Punkt, der mich so begeistert hat an dem ganzen System. Also ich muss nur ganz kurz, ja? Meine Frau in der Küche und kocht jetzt gerade, aber das ist so laut jetzt. Kein Stress. Machen wir sich. So. Glaubst du, das fehlt so ein bisschen in der Gesellschaft, dass Menschen sich für etwas begeistern können? Weil es ist so untypisch, wenn du begeistert bist, wenn du für etwas brennst, wenn du Spaß hast. Ja, also dann sollen einfach nur die Leute an ihre Hobbys denken. Da brennen sie auch dafür, da haben sie den Spaß. Jetzt ist es für sie einfach schwer zu verstehen, dass man das gleiche Gefühl auch für die Arbeit entwickeln kann, haben kann. Manche haben es, also aber nur die wenigsten. Genau das ist es. Die Arbeit macht heute keinen Spaß mehr, weil du musst zu viel investieren, du musst zu viel Zeit, zu viele Kopfschmerzen, zu wenig Geld dafür, weil wir zahlen eigentlich nur Fixkosten ab, jeden Monat, sage ich mal. Und das ist nicht gerade einfach. Die meisten müssen sich ja einen zweiten Job noch holen. Und dann kommen sie erst über die Runden. Ich habe meine Leidenschaft ja gefunden. Ich arbeite mit Menschen zusammen. Und dafür habe ich mehr investiert. Also ich habe für etwas investiert, was erst später groß geworden ist und habe trotzdem auf der Baustelle gearbeitet. Also ich habe 2 Jobs gehabt. Ja, ich war Vollzeit auf der Baustelle, 10 Stunden am Tag, dann vielleicht noch Fahrzeit hin und her und dann noch Network. Aber das hat mir so viel Energie gegeben. Das hat mich so erfüllt. Das hat mir immer dieses Feuer, dieses Brennen gegeben. Ich bin immer, ja, schon gleich direkt in der Früh bin ich aufgestanden als erstes und wollte gleich wieder los anfangen, meinem Projekt nachzugehen vor der Arbeit. Dann die Arbeit gehabt. Da habe ich sogar meine ganzen Termine auf dem Dixi-Klo gemacht. Das muss man auch mal hinzufügen. Also wirklich tatsächlich, da habe ich mein Büro immer auf dem Dixi-Klo gehabt, weil ich irgendwann für eine halbe Stunde unterm Tag verschwinden musste, um wieder an meinem Projekt zu arbeiten, was mir so viel Energie gegeben hat. Und das ist genau das. Also ich sag mal so, wenn du das spürst, dann kommst du ganz sicher aus der Arbeit raus und kannst das Ganze in Vollzeit machen, was dich dann so beflügelt. Und das war es auch. Die doppelte Anstrengung hat sich doppelt ausgezahlt gegen Ende am Schluss. Und jetzt kann ich das Ganze von zu Hause aus machen und es beflügelt mich heute noch.
Weil immer, hast du da Verständnis, wenn ich, oder wenn du das selbst so durchlebt hast, du auf dem Dixi-Klo gesessen hast, um mit Leuten zu sprechen, zu schreiben, Kontakte zu machen oder Leuten zu einem Termin einzuladen, wenn sie zu dir sagen, oh nee, das ist mir zu anstrengend oder ich habe keine Zeit dafür. Ja. Ja, was, wenn sie das sagen, oder? Hast du Verständnis dafür? Ja, ich sag mal, man muss ja nicht für alles Verständnis haben. Ich denke mal, jeder hat so die Möglichkeit, viel mehr in seinem Leben zu machen, wenn er einfach die Prioritäten verschiebt, ja, andere Prioritäten setzen im Leben und dann kommt das schon. Also ich habe selbst weniger Verständnis dafür, weil ich selbst weiß, es ist alles möglich im Leben, wirklich alles. Aber ich merke auch, dass jeder Mensch natürlich seine Grenzen irgendwo hat und dementsprechend gibt es Menschen, die kommen drüber nicht hinaus und dann ist das für mich auch der Punkt, wo ich dann sage, hey, stopp, mit dem Menschen kann ich da nichts aufbauen, da geht einfach nichts, es sind viele nicht bereit. Für mich ist es nur wichtig, dann gleich an den Nächsten dann zu gehen, auf den, der auf mich wartet, der bereit ist, also quasi auch die roten Kirschen vom Baum pflücken, nicht die grünen, die roten. Okay, du hast vorhin über Geld gesprochen, beziehungsweise auch darüber, dass es im Network keine Grenzen nach oben gibt, was ja für viele immer super lukrativ ist, weil Geld doch in Deutschland ein wichtiger Faktor ist, beziehungsweise auch in Europa, um hier ein gutes Leben gestalten zu können. Es ist ein Teil von Erfolg, es ist nicht der Erfolg an sich, aber es ist ein Teil davon. Ich habe gestern noch einen tollen Satz gehört, da sagte einer, dein Check symbolisiert nur den Mehrwert oder den Wert, den du für die Firma bringst. Das heißt, das, was du der Firma einbringst, bekommst du auch wieder zurück. Hattest du das Gefühl, das war im normalen Leben genauso? Da hast du gesagt, weil du hast ja gesagt, du magst dieses nach Leistung bezahlt werden. Ja. Also hier, ich denke mal, je mehr Menschen du geholfen hast, desto größer ist auch dein Check in dem Sinne. So denke ich mir das auch natürlich auch von der Firma. Du hast auch einen gewissen entsprechenden Wert, ja, bei der Firma. Und hier wird man auch nach Leistung bezahlt. Also dementsprechend, wenn du mehr leistest, bekommst du auch viel, viel mehr. Das ist spürbar. Aber das Tolle auch noch daran ist, jeder kann, keiner muss. Also es steht keiner drüber und sagt, du musst es jetzt machen. Du musst jetzt mehr Geld verdienen. Nee, das kommt von dir selbst aus. Mhm. Bei weitem ist das viel, viel mehr Geld jetzt, als ich im Hauptberuf verdient habe, damals, als Elektriker. Und genau, also dementsprechend kann ich mir auch meine Gehaltserhöhungen selbst bestimmen. Ja, Alexei, das ist das Schöne. Also wirklich, wenn du von einem Monat in den nächsten wechselst und dann mal schlappe 500 Euro vielleicht mehr da noch drin hast, dann ist das Wahnsinn. Also manche müssen ja 5, 10, 15 Jahre dafür arbeiten, überhaupt so eine Gehaltserhöhung zu bekommen, die du dir selbst bestimmen kannst. Das ist das Tolle. Okay, du hast gerade gesagt, du verdienst heute mehr als in deinem Job. Glaubst du, das ist für viele auch genau der Knackpunkt, weil du hast auf der Baustelle wesentlich mehr gearbeitet und wesentlich weniger verdient. Heute arbeitest du wesentlich weniger und verdienst wesentlich mehr. Glaubst du, das ist das, warum Leute so skeptisch sind? Ja, sie sehen den Weg dazwischen nicht. Wir haben das Thema ja gehabt mit den Dixi-Klos. Ich kenne keinen, der bereit gewesen wäre, aus meinem Umfeld ein Dixi-Klo als kurzweiliges Büro zu nutzen, ja, um die nächsten Termine zu machen, um für später dann quasi nach deiner Arbeit dann in deine nächste Arbeit zu wechseln und dann dort weiterzumachen. Genau das war ja diese Doppelbelastung, die sich am Schluss doppelt, dreifach, vierfach ausbezahlt hat. Und wenn die Leute sich genau das dann merken dazwischen, dass das auch mit Arbeit verbunden ist, aber es lohnt sich sowas von, dann kommt diese, ich sag mal, dann verstehen sie das auch besser. Dann ist die Skepsis komplett anders, weil es gibt ja die gesunde Skepsis, ja, und eine richtig ungesunde. Und die gesunde, wenn die ist, dann ist es okay. Aber wenn die das sehen, also diesen Weg, diesen beschwerlichen Weg, es war nicht immer einfach. Es gibt Höhen und Tiefen im Leben. Und aber es ist doch nicht wichtig, wie der Tageskurs gerade ist, ob du gerade unten stehst oder oben stehst. Wichtig ist, wo der Trend hingeht, also wo dein Leben komplett hingeht. Ja, es zahlt sich aus, das stimmt. Ich arbeite viel, viel weniger als früher. So ist es. Dementsprechend auch viel, viel mehr Geld, trotz weniger Leistung. Aber das wird sich auch noch weiter nach oben gestalten. Auf jeden Fall.
Und wir werden, ich und meine Frau zusammen, viel, viel mehr Menschen noch helfen. Also wir sind auch immer gerührt über die ganzen Erfahrungsberichte, die dann uns persönlich dann geschrieben werden, mit den Dankessagungen. Und das ist so auch der Motivator auch noch dazu, noch mehr Menschen zu helfen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich mache das Ganze nicht wegen dem Geld. Eben, man braucht Geld, sage ich mal. Fixkosten, Auto, egal was, da kann ja alles kommen. Aber ich mache es trotzdem nicht fürs Geld. Ich bin in ein Projekt eingestiegen, da habe ich anfangs gar kein Geld verdient, überhaupt nicht. Ich habe nur die Vision, diese große Vision am Schluss gesehen, was möglich ist. Genau, das war's. Und deswegen bin ich eingestiegen. Ich habe auch dieses ich bin ein Mensch, der für die langfristigen Dinge hinarbeitet. Ja, für die Menschen dazwischen, für die Freunde, die man sich aufbaut. Nie wegen dem Geld. Weil wer dem Geld nachjagt, der wird das Geld nicht bekommen. Der wird immer dem Geld nachjagen. Genau das ist das Problem. Absolut richtig. Du bist jetzt Papa und jetzt verändert sich für dich auch gerade im Leben sehr, sehr viel. Du hast dein Dixie-Klo eingetauscht gegen ein ordentliches Büro. Es gehört eine Menge Fantasie dazu, auf dem Dixie-Klo zu sitzen und zu sagen, ich sitze im Büro. Was war aber die größte Veränderung für dich, seitdem du Network Marketing betreibst? Das war komplett, zu mir selbst, also ich selbst habe mich verändert. Ich finde das grandios. Ich habe auch dementsprechend so viele Leute kennengelernt. Also ich bin viel weltoffener geworden. Mir macht das genau Spaß. Und diese Veränderung ist gerade die größte überhaupt. Und genau, das ist das irgendwie, was mich wirklich reizt, neue Kontakte aufzubauen, neue Menschen kennenzulernen. Diese Dinge interessieren mich. Und das ist die größte Veränderung. Auch jetzt mit der Steffi natürlich auch. Unser Sohn, der kommt im Juni. Das wird auch eine große Veränderung. Das Büro habe ich ja komplett jetzt halt eingetauscht, das stimmt schon. Und es ist auch viel angenehmer, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich finde es auch toll, dass ich meiner Frau helfen kann. Ja, die meisten können es ja nicht. Sie sind ja irgendwo unterwegs und müssen schuften. Ich mache das von zu Hause aus und kann meine Frau zum Frauenarzt vielleicht fahren, sie unterstützen bei diesem Weg. Das ist auch die größte Veränderung, Zeit zu haben. Ja, Zeit zu haben, die ich davor nicht hatte. Da zu sein für andere Menschen. Und andere können das nicht. Das ist wirklich eine große Veränderung für mich. Ich finde es halt gigantisch. Wie viel Zeit man dann auch dafür hat, sage ich mal. Richtig. Und vor allen Dingen, du bist einer der wenigen Papas, der sein Kind beim Erwachsenwerden oder beim Wachsen beobachten darf und dabei sein und nicht alles verpasst oder halt abends nach Hause kommt und von der Mama alles erzählt bekommt, weil das Kind eh schon am Schlafen ist. Das war genau diese Basis wollte ich mir eigentlich auch schaffen, Alexei. Das war sehr, sehr wichtig. Jetzt kam das Kind aber nur früher. Du kannst es nie planen. Natürlich kannst du es nie planen. Ich dachte mir, erreichst du eine gewisse Stufe, wo das Einkommen dann dementsprechend passt, dann nimmst du dir Zeit für deinen Kleinen. Aber das war genau diese Voraussetzung. Also mein Dad hat ja nie Zeit für mich gehabt, als ich jünger war. Und wenn er dann nach Hause kam, dann gab es Ärger. Da hat die Mom so ein bisschen ein paar Sachen gepetzt und da gab es wirklich Ärger. Und das ist das, was ich von meinem Dad gesehen habe und das war schade. Und deswegen möchte ich das auch anders machen. Also ich möchte wirklich die Zeit haben, für mein Kind da zu sein, aber es soll auch nicht am Geld liegen. Ja? Es kam jetzt auch ein bisschen früher, wie ich schon erwähnt, aber das ist auch wieder nur ein stärkeres Antriebsmotiv für mich, noch ein bisschen mehr Leistung dann zu geben für dieses Projekt, wo ich da so viel Leidenschaft dafür habe. Okay. Die Spaß macht. Hast du denn heute Verständnis dafür, dass dein Papa so wenig Zeit hatte? Weil ich glaube, als Kind versteht man das nicht so wirklich, oder? Ich habe für viele Dinge sehr viel Verständnis jetzt mittlerweile entwickelt. Auch viele Dinge auch in der Erziehung. Ich stehe vor denselben Entscheidungen. Und dass er auch die Familie durchbringen musste, das verstehe ich auch, dass die Möglichkeiten, die er genutzt hat, die seinen Umständen entsprechend waren, weil mit der neuen Sprache lernen, dann irgendwo dann als Hilfsarbeiter anfangen zu arbeiten, das musste alles sein. Ich verstehe das heute, warum er nie da war. Das verstehe ich, ganz gewiss. Es war nicht einfach hier der Start in Deutschland, überhaupt nicht. Und da hat man auch dann schon eingebüßt.
also von der privaten Zeit mit meinem Dad. Das hat auch vielleicht im Laufe der Zeit, sage ich mal, vieles nicht gerade einfach gemacht. Hm. Auch in der Pubertät, da haben wir uns auseinandergelebt. Hm. Also es war jetzt nicht gerade toll. Auch meine Mom war nie da. Es ist schwierig, eine Beziehung aufzubauen, wenn jemand anderes nie da ist. Stimmt. Also der Ersatzvater oder die Ersatzmutter, das habe ich immer als Ältester von der kompletten Familie alles übernommen. Wir sind ein Haushalt mit insgesamt 8 Kindern. Oh. Also, ich habe 7 Geschwister. Hm. Und das war auch nicht gerade einfach, wenn der Dad nicht zu Hause ist und dann die Mom auch nicht zu Hause ist und du bist halt immer der Ansprechpartner für alles. Also deswegen, es kam sehr viel Selbstständigkeit schon rein im jungen Alter. Da konnte ich auch nicht sagen, nee, mache ich jetzt nicht oder ich bin nicht bereit dafür. Nein, dann hast du es einfach gemacht. Da hast du mal die Windeln gewechselt, da hast du die Wohnung aufgeräumt, da hast du vielleicht noch ein bisschen ein paar Brote noch geschmiert und ja, dann kam der Vater nach Hause, dann die Mom irgendwann und genau, so hat man hingelebt. Und so ging das über Jahrzehnte. Und das Lustige ist, und das ist meistens dann die Aussage vieler Erwachsener, die dann sagen, Geld ist nicht wichtig, aber setzen Geld als wichtigere Priorität als die Zeit mit ihren Kindern, weil sie auch oft einfach nicht anders können, weil ihr habt Hunger, ihr braucht was zum Anziehen und dann geht man kochen. Das ist oft die einzige Lösung. Und deswegen vielleicht einer der Gründe, warum Network Marketing aktuell so ein Riesenwachstum hat, auch vor allen Dingen in Deutschland. Meine nächste und vorletzte Frage an dich, Waldemar, Network in 5 Jahren, was glaubst du, was in den nächsten 5 Jahren in Deutschland passiert, in dieser Branche? Ich denke, da kommt ein ganz starker Umbruch, wirklich sehr stark. Es fangen immer mehr Menschen an, über andere Dinge zu denken, also über ihre Grenzen hinaus zu denken, sage ich mal. Ob es jetzt gesundheitlich ist, privat oder beruflich. Der Trend, den ich jetzt gemerkt habe, auch anfangs bei mir jetzt in meinem Werdegang, am Anfang war der Gegenwind sehr groß und jetzt kommen immer so mehr und mehr Befürworter. Und immer mehr lernen das kennen und sind komplett anders dagegen, gegenübergestellt. Also sie sind komplett positiv der ganzen Sache stehen gegenüber. Auch noch deswegen, weil auch noch so viele Erfahrungsberichte kreiert werden. Es werden immer mehr Leute kreiert, die ein tolles Einkommen haben, ja, ihren Firmenwagen vielleicht auch vor der Tür stehen haben und nicht bezahlen müssen. Und das sind auch noch tolle Persönlichkeiten. Das sind Menschen, die sind nett, die helfen einander, sie wollen einfach mehr erreichen im Leben, ja, unterstützen, also sie fordern und nicht, sie fördern und nicht fordern. Genau, das ist das Beste eigentlich dafür, weil viele Menschen fordern einfach nur. Sie fordern, aber es gibt manche, die fördern. Und mit denen hat man auch gerne Kontakt. Also sie hinterlassen auch einen Menschen in einem besseren Zustand, als sie einen vorher angetroffen haben. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass Network Marketing in naher Zukunft, in den nächsten 5 Jahren auch noch sehr viel Zuschwung bekommen wird. Nicht nur wegen dem gesundheitlichen Aspekt. Das funktioniert alles. Das ist on top, also Wahnsinn. Die Empfehlungen gehen weiter. Wenn ich zufrieden bin, dann geht das weiter und dann geht es wirklich an den nächsten, aber auch beruflich wird sich einiges hier ändern und immer mehr Menschen werden wechseln, ganz gewiss. Oder sich zumindest ein zweites Standbein aufbauen. Zumindest, genau, tatsächlich, zumindest sich ein zweites Standbein aufbauen. Ich bin mir auch ganz sicher, dass wirklich die meisten ja zukünftig auch ihren Hauptberuf haben, zum Beispiel Elektriker oder Installateur oder Zahnarzttechnik. Egal was, aber haben dann auch noch tatsächlich ein passives Einkommen, womit sie einfach einen Zweitjob auslösen könnten, der einfach zwischen 500 und 1000 Euro Passive Income sich bewegt. Hm. Und gibt doch den Menschen einfach 500 bis 1000 Euro mehr, was da an Lebensqualität dann wieder zurückkommt, was sich da alles verändert. Das ist gigantisch. Ja, ich denke auch, dass es wahrscheinlich eine Kombination sein wird und auch dementsprechend, dass dieses Business mehr Zuschwung bekommen wird. Okay. Meine letzte Frage, ich bin heute neu, ich starte in dieser Branche. Was ist dein Ratschlag an mich? Mein Ratschlag wäre, es gibt eigentlich nur zwei Komponenten, zwei Punkte, die ich als Tipp gebe. Und zwar, also niemals aufzugeben. Niemals wirklich, das ist genau das Wichtigste, weil dieses Ding ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Es ist wirklich immer wieder jeden Tag
einfach ausharren und diesen Weg beständig weitergehen. Also Durchhaltevermögen. Hm. Und da brauchst du keine Skills, keine, gar nichts davon, überhaupt nichts, weil das lernst du auf diesem Weg alles kennen. Egal, was du brauchst, wenn du niemals aufgibst, kommst du immer an die richtigen Punkte, die dich im Leben weiterbringen. Deswegen ist es was richtig Tolles. Durchhaltevermögen ist mein Goldnugget. Hm. Und der zweite Punkt ist, hör dir Meinungen, also ich sag mal, eine Meinung kann einseitig sein, ja, aber man kann sich auch eine zweite Meinung einholen. Holt euch immer eine zweite Meinung ein, eine dritte Meinung, ja, und glaubt nicht immer alles, was gesagt wird. Selbst unter den Prüfstand stellen. Das sind meine zwei wichtigen Punkte, die ich dann heute weitergeben kann, wenn du jetzt neu dabei wärst. Die würde ich dir geben und du würdest ganz sicher den Weg dann auch gehen. Damit haben wir auch für diese Podcast-Folge den perfekten Abschluss gefunden. Waldemar, ich sage vielen, vielen Dank für deine Geschichte und deine Ehrlichkeit. Und auch bei dir, lieber Zuhörer, bedanke ich mich. Du kennst das ganze Spiel, verpasst die nächste Folge nicht. Die ist irgendwo hier eingeblendet, musst du gleich mal schauen. Und ich glaube, hier in der Mitte müsste ein Abonnier-Button sein. Und ich wünsche dir eine richtig, richtig geile Restwoche. Bis dahin, ciao. Danke.